Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei der Charity Gamer. Hier geht's weiter mit ATS, American Truck Simulator. Und wir fahren jetzt noch ein paar Touren. Ich habe einfach Bock dazu. So. Bisschen später wie sonst. Aber egal. So, schauen wir mal. Nächsten Auftrag gleich. Gar nicht lange rumtun. Wir können jetzt auch Spezialtransporte fahren, also die großen. Warum bin ich eigentlich da oben wieder? Bin doch heute schon eine Tour gefahren. 720.000 gibt es da. Für 390 Meilen. Okay. Nehmen wir an. Jetzt muss ich bloß mal was anmachen hier. Baba. Tja. Gut. So. Hallo Schatzi. So, fortfahren. Also mittlerweile haben wir sowas, ich glaube, über 5000 Kilometer zusammen. Insgesamt. Hey. Hansi Batsch, was ist los? Hä? Oder mal das Licht ausmachen? Gut. Warum dauert es jetzt gerade so lang zu laden? Hallo? Bin ich? Steht bereit, fahre zum Verladebereich. Genau. So. Oh, es ist Nacht. Ja. Müssen wir dann schauen, dass wir so schnell wie möglich erstmal irgendwo Bazi. Ups. So schnell wie möglich erstmal irgendwo pennen, dass wir auf Tag umschalten können. So, muss ich jetzt hier rein oder was? In die kleine Einfahrt? Ne, vorne rein. Gut, anhängen und los geht's. Schauen wir erstmal, wo wir pennen können. Dass wieder Tag ist, damit ihr mehr seht. Da ist nur Werkstatt. Ah ja, okay. Fahren wir da zuerst hin. Ups. Da nicht raus. Ha, Susi. Ja, da guckst, gell? Hängen bleiben. Nicht wundern, wenn ihr ab und zu mal einen Vogel über meinen Kopf kreisen seht. Das ist mein Bazi.
Bazi. Ja, da zieht es ja weg. Bazi. Ruhe. Oh, Regen? So, jetzt fahren wir hier runter. Komme ich rum? Na komm, gib Gas. So, tanken brauchen wir eigentlich noch nicht. Obwohl, machen wir gleich mit. Was wir haben, Hammer. Machen wir ein bisschen zurück. So. Und gute Nacht. So, Regen ist vorbei. Einnahmen kamen auch ein bisschen was. Gut. Da raus oder ist doch gesperrt? Ne, da kann man schon rum. Schatzi, du schreibst gerade mit meinem. Was? Die Musik ist ein bisschen leise. Okay, dann machen wir es ein bisschen lauter. Habe ich mir schon vorhin gedacht. So, ich hoffe, jetzt ist es besser.
Schön rumkommen. Super. So. Walmart. Ja, aber der Drack ist halt einfach viel zu klein dafür. Vor allem, wenn ich schon wieder den großen dann hab. Ja, ich habe jetzt bei World of Trucks heute zum 12. Mal die 1 Million Kilo transportiert. Und 715 Touren mittlerweile mit ETS und ATS zusammen. Und momentan macht bei ATS viel mehr Spaß als ETS. Komisch. Schatzi, du schreibst schon wieder mit meinem. Also, liebe Zuschauer, nicht wundern, mein Schatz hat meinen Account. Gerade weil wir ein bisschen was testen. Und dann schreibt er halt ab und zu mit meinem Account. Das bin nicht ich. Ich würde sowas nie schreiben. Nie! Was? Wer ist gerade offline? Irgendwas ist da. Aha. Haben sie denn rausgezogen? Ah, okay. Aber Schatzi, schreib, ja genau, schreib weiter mit deinem Namen, aufpassen. Nicht mit meinem immer schreiben.
Bad ziehen. Oh, da muss ich rausziehen. Also wenn er mal auf Tempo ist, dann ist er auf Tempo. Dann zieht er ganz gut weg, die schwere Fracht. Aber bergauf, da verliert er halt dann. Ärgert ihr euch schon wieder gegenseitig? Hey! Mann, Mann, Mann! Oh, da ist schon wieder Polizei. Also die fahren da wirklich rum mit Sau. Oh, fahren wir die Cops und da sind nur 55 erlaubt. Eieiei. Jetzt wieder 75. Schatzi, kann es sein, dass das Bild heute ein bisschen wacky ist? Ups. Was reicht's für den Ausbau? Wie war's Ausbau?
Da war ja Level 10 erstmal von LKW-Ausbau. Und bin ja jetzt erst kurz vor Level 8, Level 9. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Habe ja heute schon ein bisschen was ausgebaut, mehr Maschine rein. Deswegen kann ich jetzt auch die Schwertransport fahren. Ja, die Kohle passt schon. Naja, aber jetzt 85.000, da verdiene ich jetzt 23.000. Also das heißt, ihr habt dann 110.000 und ein Level muss ihr noch fahren auf Level 10. Also das haut dann schon hin. Nein, Unfall! 84 Cent. Nee, ne? 20, 40. 40, 40, 60, 70, 80, 82, 84. Mann, ihr dacht, ich komm rüber. So ein Scheiß. Und Frachtschaden 0%, gut. Ja, ab und zu leckt's mal ein bisschen. Komisch. Ja, der hat das alles. Space haben wir viel mehr. Also Droppet Frames steht bei mir 0%. Also ich verliere von hier nichts. Das liegt dann wirklich bei Twitch irgendwas. Weil CPU-Auslastung ist auch bei 11%. Also gar nichts. Naja, egal. Geht die eine Seite wieder, Schatzi? Ja. Was regnet es gerade? Echt? Wow, vorhin, wo ich noch eine geraucht habe, hat es weggeregnet. Oh, da steht schon wieder Polizei. Da haben schon wieder einen rausgelotst.
BB. Weil es dauert, bis der an Fahrt gewinnt. Er zieht zwar die schweren Frachten weg, aber bis der mal auf Endgeschwindigkeit kommt. Steht einer? Achso, der wartet, dass er rein kann. Haha, ja, dann wart mal. Ups. Ja. Finde voll cool, dass wir die Bikes. Doch, die stehen auch so ab und zu mal rum. Ach so, weiß ich nicht. Ups. Kommt die Baustelle, muss sie links oder rechts rüber? Kann es sein, dass wir da an die Baustelle fahren muss damit?
Es wird schwierig, dann am Berg anzufahren mit der schweren Fracht. Na, geht ja. Kommt wieder eine mit Doppeltrailer. Ja, ich glaube, der schickt mich wieder mit in die Pampa an der Baustelle. Nee, oder? Nee, auf das Gelände schickt er mich. Okay, gut. Und passt, passt, Alter, ich hab's geschafft. Ha! Cool. Beim ersten Mal. Schön. So, wieder 10 Cent rein. So. Ach, wir sind ja schon kurz vor Level 10. Cool. Ich dachte, ich bin erst kurz vor Level 9. So. Das heißt, nach, wenn wir so gute Tour finden, 606 Meilen. Jetzt pass auf, jetzt möchte ich mal was anderes schauen. Was haben wir eigentlich? 5700. Dann hätten wir die 6000 voll. Aber ein Doppelträger Kieslaster. Halt, nicht Frachtmarkt, geh weg. Zumachen, hopp. Nein, extern. Gut. 24.000 würde der geben. Jetzt muss ich erstmal ein paar Meter vorfahren, weil sonst wird mein Ding nicht berechnet. 10 Grad. Stimmt. Ne, dass die Touren bitte nicht eingetragen werden. Na komm! Komm jetzt! Hey Martin! Auch da ich bin, ich auch. Ich wollte jetzt gerade wahrscheinlich rauchen gehen und dann weiter. Und dann noch eine große Tour fahren. So, jetzt fahren wir erstmal zur Fracht holen. Und dann gehe ich wahrscheinlich rauchen und dann geht's weiter. So, Frachttour. Und zwar Doppeltrailer. Nach Los Angeles bringen wir den. So, da kommt jetzt nichts. P
Pete, Servus. Na, alles fit bei dir? Mausi, einen wunderschönen guten Abend. Da hinten habe ich doch schon irgendwo leuchten sehen. Na, wo ist er denn? Ach, da! Okay. So, Doppelträger Keys nach Los Angeles. Fast 1000 Kilometer. Müssen natürlich gucken, dass sie irgendwie wieder rauskommen aus dem. Gar nicht. Na doch, da komme ich auch raus, genau. Oder oben rum. So, wir sind abfahrbereit. Jetzt gehen wir schnell kurz eine Pofen, eine Rauchen und dann geht's gleich los hier. Also bis gleich.
So, da ist er wieder. So, fast 1000 Kilometer Tour jetzt. 976 Kilometer sind es laut Umrechnung. 600 oder ein paar zu quetschende Meilen. Haben wir zumindest nach dieser Tour die 6000 voll. Genau, so, da wollen wir mal. Und ich krieg größere Kabine auf meinen Truck. So, jetzt hoffe ich, dass ich da rumkomme. Weil mit Doppeltrailer. So, da bin ich rum. Jawohl, schön. Ups. Ab nach Los Angeles. So, wann muss er pennen? In 6 Stunden. Dann ist 18 Uhr sowas. Ja, nee, 17. Dann kann man die Nacht nicht auf einen Schlag überspringen. Doof. Der Multiplayer ist heute ausgefallen, ja, weil wir hatten Vereinsgespräch, weil da was dazwischen kam. Ja, das kommt vor, weil also manchmal der Verein geht ja vor und da wir ja da gerade im Aufbau sind, mussten wir noch was erledigen, was einfach jetzt heute im Laufe des Tages dazukommen ist und sowas zählt halt dann mehr. Aber morgen auf alle Fälle. Morgen Abend, weil morgen Nachmittag gibt es keinen Stream, aber morgen Abend werden wir dann ein bisschen ITS Multiplay machen. Wobei mich momentan zieht es mich voll in das ATS. Ich bin voll im ATS-Fieber. So, jetzt zieht er wenigstens wieder richtig. Nicht so wie vorhin mit der schweren Maschine. Warum ist Musik jetzt eigentlich aus? Merke ich gerade. Was ist da los? Mann, oh Mann. Den Stream nochmal neu starten. Den Musikstream jetzt. Na, geht doch. So, dafür habe ich jetzt den Rudertvisor drin, den oberen. Wie du sehen kannst. Und ich habe einen neuen Mod drin, KI-Verkehr und auch Trucks und ein paar andere Trailer und die Susi ist dabei.
Oh, schon wieder Einkommen 3000. Wie viel Meilen komme ich noch? 453. Ja. Ja, die bringen mittlerweile auch gut Geld. Es geht langsam die Sonne unter. Mal schauen. Ja. Also wenn es dunkel ist, dann fahren wir Ding an, Raststätte. Dann kann man die Nacht wieder überspringen. Normal müsste ich ja dann, wenn ich die nächste Kabine habe, mein Skin schon drauf machen können, glaube ich. Ist der für Peter Bild oder für Kenwood, Schatzi? Die, was du gemacht hast, der schwarze mit den Sternen? Peterbilt, cool. Weil auf den konnte ich das noch nicht drauf machen. Da konnte ich noch nicht auswählen. Aber ist der Level begrenzt? Weil vielleicht konnte ich ihn deswegen nicht auswählen. Boah, jetzt brennt die Sonne voll rein. Voll cool.
R5, 7, 19, die alle. Die mit die neuesten Modelle. Es gibt ja den One Day, den habe jetzt ich gerade. Und dann halt den nächstgrößeren und dann den drittgrößten. Okay. Für die ganz großen Dinge kriege ich nur nicht. Schade. So, die nächste Tanke und Parkplatz gehört mir. Ich hätte jetzt hier schon runterfahren können, aber ich wollte die nächste erst. Ups, da ist was, oder? Weil da vorne bremsen sie. Nee. Oh, es ist ganz schön viel los. Bremst der Bus mich voll aus. Ja, jetzt wird er müde. Ja, das werden wir ja sehen nachher in Los Angeles.
Ja, ich weiß, du bist müde. Noch haben wir aber ein bisschen Zeit. Ich hoffe, es kommt bald die Tanke. Batzi, Ruhe. Oh, jetzt ist rot, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Jetzt müssen wir mal schnell auf die Map schauen, wo da am besten jetzt die nächste Tanke mit Raststätte kommt. Okay, fahren wir runter. Da ist eine Tanke. Genau, fahren wir runter. Oh, dann könnte ich sogar den Weg fahren. Jo, genau. Und. Fahren wir erst pennen und dann tanken. Komm, du darfst gern für meine Gunsten umschalten. Nö, bitte von Nachbar. Mann. Ach, ich dachte, der will rausfahren. Jetzt werde ich da, das schaut mir so klein aus. Hoffe, ich komme da rein mit meiner Riesenfracht. Wird gefährlich werden. Warum kann ich hier nicht pennen? Jetzt. Oh, das ist ein bisschen holprig hier. Kommt, das schaffen wir. Thank you.
So, wo ist jetzt die Tanke? Da. Muss ich wahrscheinlich von der Seite reinfahren. Von oben. Da habe ich mehr Platz. Da kann ich gar nicht tanken. Was ist da los? Hä? Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt hängen wir mal ein Ding ab. So. Dann ist das auch erledigt. Dann hängen wir wieder ran. Und da sind wir. Weiter geht's. Soll ich bloß, dass ich dann hier schön rumkrieg. Nicht hängen bleiben, sonst also fliegt uns die, die Tankstelle um die Ohren. So. Getankt, gepennt, weiter geht's. Polizei schon wieder. Na komm, fahr, fahr, fahr jetzt. Lass du mich raus. Alter, was für ein freundlicher Mann. Ja, wieder frisch aufgeladen. Und schon wieder zu schnell. Ja, Polizei. Aber es kam die Meldung gar nicht. Nach einer Stunde Stream. Was ist da los? Ach, grün. Gerade noch geschafft, ha.
So, die Hälfte haben wir eigentlich schon von der Strecke. Oh, bin zu schnell. Ist nur 55 erlaubt. Musste schon lange mal auf Waage, fällt mir gerade so ein. Oh, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Wenn man sich mal vorstellt, die GTA-Maps, die was es bis jetzt gibt vom Standardspiel, also ohne Mod gemoddet, sondern wirklich die Standard-Maps, ist größer wie ganz GTA 5. Und man kann von Anfang an alles bereisen, das ist schon krass. In GTA 5 bin ich einmal um die komplette Map gefahren. Weiß gar nicht, was ich gebraucht habe. Eine Stunde, glaube ich. Irgendwie sowas. Und hier schaffst du es nicht einmal am ganzen Tag. Da warst du wirklich an 12, 13 Stunden. Da sieht man erstmal die Dimensionen. Nein, bei... ja, die auch.
ETS auch. Und auch hier jetzt mittlerweile schon. Ja, jetzt muss ich biegen. Ha, da hat das der Freund gesagt, hä? Ja, ja, ja. Und der nächste 3000er kommt. So, da vorne muss ich runter. Ach du, ist doch mal ganz gut. Mal kurz von der Autobahn runter. Und der nächste steht eh schon an. Das finde ich voll geil, dass da der KI auch reingucken wird. Ja, dann hopp hopp. Ja, morgen Abend machen wir auf alle für ETS-Stream, Multiplay. Echt, die kriegt das gar nicht mit, Schatzi. Ich hab das mal mitgekriegt, dass es geregnet hat. Nachher, wenn ich in der Ding bin, muss ich mal das mit der Dashcam ausprobieren. Weil es ist schon ganz komisch. Ah, was haben wir da? Links oder rechts rüber? Okay, ich kann geradeaus weiter, okay. Das ist bloß eine Baustelle. Ja, hoffe ich, dass es super wird. Oh, Kreditrate erbzogen, okay.
Oh, Feuerwehreinsatz. Dort ein Auto brennt. Ja. Sauerstoffmangel. Boah, der Bus zieht aber ganz schön ab hier. Alter. Ja, Bus halt, genau. Was? Ich soll darüber? Warum soll ich darüber? Oh! Der Quant Küder heißt, hä? Da guckst du, gell? Voll der Kühler heiß laufen. Ach ja, ich muss hier rüber, weil hier die Trackerspur ist, genau. Aber es interessiert den nicht, der links da mit seinem Double Trailer. Der düst da auch mit Sau. Steht denn darum? Nix. Nee, du müde bin ich überhaupt nicht. Ja, ich bin ja auch langsam. Ja,
Ja, nach der Tour mache ich jetzt noch Ding dann in der Werkstatt. Mein LKW ausbauen. Und schauen, ob ich jetzt die Lackierung endlich hinkriege. Und dann ist Schluss mit Stream heute. Es sind ja bloß noch 44 Meilen. Da, lass der Einschalter steht da. Lass der Einschalter. Ja, das habe ich ja so berechnet. Deswegen habe ich ja vorhin die Pause so weit wie möglich rausgezogen. Das ist halt das Gute, wenn man so eine große Aktion im Multiplay macht. Weil dann kann man das schon ungefähr sich die Tour zulegen, dass man hauptsächlich tags fährt. Wobei Las Vegas halt nachts auch richtig geil ausschaut. Aber wir fahren ja jetzt nicht nach Las Vegas, sondern nach Los Angeles. Ja, natürlich ist die Tragetaste im Einsatz. Schade, dass es das Spiel nicht mehr gibt. Das war ein richtig geiles Browser-Game. Hat Spaß gemacht, von denen ich die Taste habe. Drag Nation. Mal schauen, ob es da einen Ersatz gibt oder sowas ähnliches. Noch mal Gockeln. Ein Gockel fragen. Oh, ich hab voll Hunger jetzt dann. Ich könnte mir das Steak reinhauen. Schatzi, du hast mir schon gefallen. Du hast mir schon ein Packen Steak raus aus dem Froster und oben in der Mikrowelle auftauen. Ich hätte jetzt voll Bock auf eins. So, jetzt passt mal auf, jetzt muss ich da vorne rin und Fritteuse anschalten. Ich haust du dann schnell in Fritteuse, da geht's schneller. So, jetzt mal gucken. Jetzt müssen wir hier rein. Ach, auf Baustelle oder was? Jetzt bin ich gespannt, wo ich das hinstellen soll. Ach, gleich hier. So, wie viel Runden muss er jetzt fahren, der Jockel, dass er da trifft? Und? Jawohl! Ha! Gut! Absatteln! Jetzt müsste die Level 10 sein, hoffe ich mal. Jawohl! Bin Level 10! So, aber das machen wir jetzt anders. Ich muss jetzt nochmal einen Meter vorfahren, damit es zählt.
So. Das machen wir das anders. Jetzt lasse ich mich porten. So, jetzt passt mal auf. Jetzt schauen wir mal, wie viele Kilometer wir haben. Kurz vor Schluss. Na komm, Leute. Es tauscht. Danke, Schatzi. So, also Kilometer haben wir jetzt zusammen 6392, also fast 6,4. Jetzt bauen wir unseren Truck um. Und schauen mal, was wir da jetzt rauskriegen. So, weg damit. So, repariert ist alles. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt ich, ja, die größere Kabine kriege ich. Aha, ja. Und da müsste jetzt die Lackierung drauf passen, oder? Nein, ich habe sie nicht drin. Schatzi, ich habe die Lackierung nicht drin. Ist die wirklich erst ab den ganz großen? Jetzt pass mal auf, jetzt machen wir es mal anders. Verlassen. Den ganz großen kann ich glaube ich noch gar nicht kaufen, aber jetzt möchte ich mal was anderes schauen. LKW-Händler. Ob die nicht doch von Kenwood ist. Level 13 kriege ich den. Ja, ist für Kenwood, Schatzi. Nicht für Peterbilt. Jetzt wissen wir den Fehler. Da, guck. Ha, ha, ha. Aber egal, was kostet der Spaß? 141.000. Ich kann ja meinen Alten in Zahlung geben. Also warum nicht? Ja, ist ja wurscht, welche Maschine ich fahre. Wichtig ist ja, die 500 Kilometer. Naja, da kann man die ganzen Sachen wieder reinhängen. Oh, cool. So, komplett in Schwarz schaut's cool aus. Genau. Dann kriegen wir hier die Zielleiste hin. Ja, so, dann schauen wir mal rein. Schauen wir mal noch. Ich hoffe, dass jemand wirklich dann leisten kann. So. Was wir jetzt erstmal brauchen, ist die Susi natürlich. Die muss wieder mit rein. So, und wir legen mal da hinten rein. Ah, da haben wir nichts so zum Reinlegen. So. Ja, mehr Schmand brauchen wir jetzt erstmal sowieso nicht. Sowieso immer. Ja, komm, Cola. Was haben wir hier? Können wir ein paar Sachen da hinlegen. Meine Papiere. So. Passt schon. Bestätigen 161.000. Das passt mal auf. Jetzt schauen wir mal. In Zahlung geben. Dann hätte ich noch 66.000 zu zahlen. Ja, geben wir einen Alten in Zahlung. So.
Gut. So, dann bedanken wir erstmal fürs Zuschauen. Jetzt sind wir mit Charity Gamer on Tour. Und jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Nein, jetzt hat das Ding. Das schaut schon cool aus. Hat Mensch hat's echt wirklich cool gemacht. Das mit den Sterne gefalten und so. Voll geil. Voll cool. Plus der Klecks, der ist zu weit oben. Der müsste noch ein bisschen runtergezogen werden hinten. Ah, voll hochpoliert. Voll super. Schön hast du das gemacht, Susi. Richtig poliert, du. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Mal schnell ein Foto schießen. So. Gut, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das Spiel machen wir jetzt schon aus. Das Gute ist, ich kann trotzdem noch weiterhin mit euch reden. Aber wenn das Spiel schon aus ist. Mucke machen wir auch aus. So. Und wisst ihr, was das ganz Geile ist? Haha. Seht ihr da? Jetzt kann ich mich richtig mit euch unterhalten. Ja. So. Aber trotzdem. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.